Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von maxwireless.de. Mein Name ist Max und ich möchte euch heute mal die drei Netgear Hotspots AC785, AC790 und AC810 vorstellen. Das sind also die drei aktuellen LTE Hotspots von Netgear. Ich finde, wir fangen mal bei dem langsamsten Gerät und bei dem ältesten auch an. Das ist der 785S. Der sieht so aus. Hat also ein kleines Display auf der Front, hat einen wechselbaren Akku, hat zwei externe LTE-Antennen, hat einen USB 2.0-Anschluss und 5 GHz Wi-Fi. Und die Steuerung erfolgt hier über Tasten oben am Gerät. Ja, bis zu 150 Megabit im Download über LTE, bis zu 50 Megabit im Upload. Das Gerät ist bereits in Deutschland erhältlich und ja, so sieht's aus. Das nächst schnellere Gerät ist dann der 790S. 2015 erst auf den Markt gekommen, also relativ neu, und damit können wir schon bis zu 300 Megabit, also LTE der Kategorie 6, erreichen. So sieht das Gerät aus und ja, oben auf dem, hier schaltet man das an über die Taste, und wir haben hier ein Touchscreen, das heißt, wir haben hier zwei Tasten neben dem Display für Home und für Zurück, und die Steuerung erfolgt dann hier über das Display. Was sehen wir hier unten? Das ist dann ein USB 3.0-Anschluss, also ein bisschen schneller als bei dem 785S. Und wir haben natürlich wieder die beiden Antennenanschlüsse, hier geschützt durch so einen Schieber. Auch hier kann man den Akku wechseln. Es ist ein 3000 mAh Akku. Und ja, hier seht ihr jetzt den Touchscreen. Damit kann man das Gerät also steuern. Auch hier ist schnelles WLAN integriert, diesmal sogar WLAN AC. Das heißt 5 GHz und 2,4 GHz natürlich. Wir haben sogar die Möglichkeit, ein Gastnetzwerk aufzumachen. Hier sehen wir es, und das ist also relativ gut von den Funktionen her schon. Über die Einstellungen können wir auch diverse Sachen konfigurieren. Man kennt das ja bereits. Ansonsten schaut euch auch gerne das Video zu den Geräten nochmal extra an. Ich habe also noch Videos gemacht, separat zu den Geräten. Kommen wir also zum schnellsten Gerät. Das ist der 810S mit bis zu 600 Megabit pro Sekunde. Sieht optisch dem Vorgänger 790S, den ich gerade in der Hand hatte, ein bisschen ähnlich. Ist allerdings noch ein bisschen runder, wie ihr seht. Hat aber das gleiche Display und das gleiche System. Also wenn ihr hier auf Einstellungen geht, ja, kommt euch das bekannt vor von gerade. Da hat sich eigentlich nichts geändert. Und im Grunde sind die Funktionen auch gleich. Das Gerät ist aber deutlich schneller, mit 600 Mbit nochmal doppelt so schnell wie der Vorgänger. Was ja auf jeden Fall eine schöne Sache ist. Und der Upload ist übrigens bis zu 150 Megabit. Ja, natürlich müsst ihr das passende Mobilfunknetz und den passenden Tarif haben dafür. Das versteht sich von selbst. Ansonsten, hier haben wir wieder zwei Antennenanschlüsse und einen USB 3.0-Anschluss. Die Antennenanschlüsse lassen sich wieder schützen. Und die Rückseite lässt sich abnehmen. Das heißt, wir haben hier wieder einen starken Akku drin, der sogar wechselbar ist. Und wenn man möchte, kann man sich den einfach im zweiten Gerät kaufen und dann entsprechend beziehungsweise einen zweiten Akku kaufen und den entsprechend dann austauschen. Mit dem 810 und dem 790 können wir andere Geräte auch aufladen über einen Mechanismus, der nennt sich Jump Boost. Das sieht man hier. Ja, alle drei Geräte funktionieren hier mit diesem DC112 Cradle, und dieses Cradle macht eben ein besseres WLAN-Signal. Wir sehen es hier mit diesen WLAN-Antennen. Und das Gerät wird dann einfach hier reingestellt. So sieht's aus. Auf der Rückseite dieses Cradles haben wir noch vier LAN-Anschlüsse und einen WAN-Anschluss. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, hier auch, so, hier sieht man es, eine externe 3G- oder 4G-Antenne anzuschließen, beziehungsweise zwei Stück natürlich, wegen LTE. Ja, so viel zum Netgear 810S, 790S und 785S. Wenn ihr Fragen zu den Geräten habt, dann gerne in die Kommentare. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zusehen.